Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Travel-Vlog. Ich muss das Intro heute wirklich sehr kurz halten, weil ich jetzt gleich los muss. Es geht aber für eine Freundin und mich nach Amsterdam und wir fahren mit dem Zug. Ich hoffe, dass dieses Mal alles klappt. Ich bin ja schon mal so eine ähnliche Strecke gefahren mit dem Zug und dann hat gar nichts funktioniert. Das war damals nach Paris. Aber es sieht aktuell zumindest alles gut aus und ich freue mich riesig drauf. So Leute, wir sind jetzt angekommen nach 9 Stunden unterwegs ungefähr. Ich muss sagen, es ging eigentlich voll. Also dadurch, dass mit den Zügen alles geklappt hat, sind wir jetzt gar nicht so durch. Also schon jetzt hungrig und durstig, aber nicht so fertig. Wir wollen auch heute Abend eigentlich noch feiern gehen. Yes. Ich würde euch gerne erstmal eine kleine Roomtour machen in unserem Hotelzimmer. Das hier ist das Bad, hier ist so noch ein bisschen mit reinkommen. Also ja, es ist richtig schön modern und groß und alles super sauber. Und man hat ja einfach ultra viele Spiegel irgendwie in dem Hotelzimmer. Also hier ist einer da und ich glaube hier, oder? Nee, hier ist keiner mehr, aber hier haben wir auf jeden Fall unser Bett. Und das finde ich auch richtig schön mit dieser Couch, einfach direkt vor dem Fenster. Und ja, dann, dazu brauche ich glaube ich nichts mehr sagen. Schaut euch bitte diesen Ausblick an. Also da ist auch eine Westseite, das heißt normalerweise haben wir hier dann den Sonnenuntergang. Heute haben wir den so ein bisschen verpasst, beziehungsweise ja, ist ja eh auch so bewölkt. Aber ich denke, dass wir den hoffentlich noch erwischen und dann sieht der bestimmt richtig schön aus hier durch das Fenster. Genau, wir machen uns jetzt kurz ein bisschen fresh und dann geht's wie gesagt erstmal was essen. Wir sind jetzt ready. Es ist übelst spät eigentlich schon. Es ist schon 0.19 Uhr. Wir holen uns jetzt erst ein Uber und fahren dann auch noch ein ganzes Stück zu diesem Club. Wir hoffen mal, dass das gut wird dort. Und ich war tatsächlich auch noch nie in meinem Leben so richtig Techno feiern. Und das erste Mal ist jetzt hier einfach in Amsterdam. Ist auf jeden Fall auch ein Ding, aber ich freue mich sehr drauf. Und ja, ich denke auch, es wird gut. Es kann nur gut werden. Leider war es recht leer und gleichzeitig war auch die Musik ziemlich leise, sodass man die ganze Zeit so ein Gemurmel irgendwie auch gehört hat und sich da quasi auch normal unterhalten konnte. Also das war irgendwie gar kein Vibe. Und da sind wir dann auch nach einer halben Stunde weitergezogen in den The Prime Club. Also das war kein Techno-Club, sondern da lief eben normale Musik. Aber echt richtig gut geremixed. Ihr könnt an der Stelle super gerne mal bei mir auf Instagram im Amsterdam-Highlight vorbeischauen. Da findet ihr diese Clips hier auch nochmal mit Originalton. Und ja, da war generell auch eine unfassbar gute Stimmung in diesem Club und es hat richtig Spaß gemacht. Natürlich sind wir da mit unseren ja, Techno-slash-Rave-Outfits ganz schön aufgefallen, aber es war definitiv cool und es war an sich dann trotzdem noch ein sehr cooler Abend und wir haben es echt genossen. Heute ist jetzt Freitag, es ist einfach schon 13 Uhr und wir machen uns jetzt erst auf den Weg zum Frühstück. Wir waren ja gestern feiern und haben übelst lange geschlafen. Also ich habe bis 10 gepennt. Das ist echt schon auch ungewöhnlich für mich, so nach so einer Partynacht. Und Celine hat bis 11 Uhr. Bis 11 Uhr geschlafen. Ich war so richtig leise, habe so nebenbei noch meine Sachen für Instagram fertig geschnitten und ich wollte sie nicht weg. Und dann war sie zum Glück irgendwann auch wach. Hast du sehr gut gemacht. Und jetzt gehen wir zu so einem Pancake-Restaurant. Wir haben beide übelst Hunger. Ja. Und hoffen mal, dass es, ich zeige euch mal, wie das Wetter hier aussieht. Bisschen rainy und grau. Wir hoffen mal, dass es dann ein bisschen besser wird heute. Aber es war demnach jetzt auch nicht schlecht oder schlimm, dass wir uns so lange jetzt Zeit gelassen haben am Morgen. Weil wenn das so graues Wetter ist, dann kann man eh nicht so viel machen. Nee. Thank you.
Heute ist jetzt schon Samstag und wir sitzen hier wieder übelst spät beim Frühstück. Es ist einfach, ja, wieder schon fast 13 Uhr. Wir haben heute gar nicht so lange gepennt, aber wir hatten irgendwie beide noch Haare gewaschen und dann sind wir jetzt hier auch ganz schön lange hingelaufen. Ursprünglich wollten wir tatsächlich zu einem anderen Café, was auch richtig schön aussah, aber da hätte man einfach 45 Minuten alleine auf den Sitzplatz warten müssen. Dann hätte es ja noch mal länger gedauert, bis wir auch unser Essen bekommen hätten. Und ich nehme übrigens gerade den Ton mit dem Handy auf, falls ihr euch wundert. Auf jeden Fall hatten wir uns da jetzt einfach so um eine Alternative gekümmert und sind spontan hier gelandet. Und hier ist tatsächlich hier noch viel schöner. Also du kannst hier mal so ein bisschen schwenken. Es ist einfach direkt am Kanal und wir sitzen hier draußen. Es ist wunderschönes Wetter. Es ist halt ein bisschen windig, auch gestern schon gewesen. So, unser Essen ist da. Wir hatten hier solche Pumpkin-Sandwiches bestellt mit Tofu und so ein bisschen Salat, Pilzen. Und dann teilen wir uns auch noch so einen Apfelkuchen, weil die hier auch richtig gut sein sollen in Amsterdam bzw. generell in den Niederlanden.